Also, hier wie versprochen der zweite Beispielsatz zu Nu und Zu, unseren Verbalsuffixen zum Ausdruck des perfektiven Aspektes. Diesmal wieder einer mit Nu. Ich habe ein Gedicht aus dem Manjushu ausgewählt. Es gibt keine neue Bedeutung, also nicht die zweite, die ich angedeutet habe, die es gibt. Ich habe im ersten Video irgendwie gesagt, dass sie drei Bedeutungen haben. Das habe ich so nicht ganz gemeint. Sie haben zwei Bedeutungen, einmal perfektiver Aspekt und einmal Betonung oder Bekräftigung einer Vermutung in Verbindung mit einem Verbalsuffix der Vermutung. Das dritte, was ich meinte, was auch noch recht häufig vorkommt, das ist das, was ich auch in diesem Satz habe, das ist aber keine neue Bedeutung. Und zwar ist es die Verbindung von Nu oder Zu mit dem Verbalsuffix Keri, das die Vergangenheit ausdrückt. Wir sehen das hier ganz am Ende, Ni Keri, beziehungsweise wenn man das gesamte Verb nimmt, ist das Tsukazuki Ni Keri, also sich genähert haben. Und dieses Ni Keri oder Te Keri taucht extrem oft auf, deswegen kann man sich das auch gleich merken und deswegen habe ich auch einen Beispielsatz dazu gemacht, auch wenn es dann vielleicht nochmal ein bisschen eine Wiederholung ist zu dem vorhergehenden Video zu Nu und Zu. Aber egal, ich hielt es für sinnvoll, das zu tun, um halt nochmal zu betonen, Nu und Zu treten häufig in Verbindung mit Keri oder auch mit Ki auf. Gut, ich lese das Gedicht mal vor. Fujinami no saki yuku mireba, hototogi su nakubeki toki ni chikazuki ni keri. Ich habe schon mit Maru überall die Abschnitte unterteilt. Das ist ein ganz reguläres Gedicht in der Tanka-Form mit 31 Silben, 5, 7, 5, 7, 7. Ich kann es nicht oft genug sagen irgendwie. Wir haben keine Kakari-Musubi-Partikel, also dieses Keri am Satzende steht tatsächlich in der Shujiki. Wir haben den fast obligatorischen Wiederholungsanteil mit der Partikel Ban, die irgendwie auch ständig kommt. Und wir haben ja auch nochmal eine Form von Beshi, das haben wir ja auch demnächst gemacht. Wunderbar, war also eigentlich relativ viel drin. Gut, wie ich schon mal gesagt habe, wenn wir die Partikel Ba haben, müssen wir auf den Anschluss achten. Mi, Re, Ba kommt von Miru. Ist ein Yodan-Doshi vierstufig, das heißt also, das E weist auf eine Isenke hin, also es ist temporal oder kausal. Wenn wir hier schon was mit Zeit haben, können wir immer so leicht vermuten, dass es schon eher, dass wir das lieber irgendwie temporal übersetzen sollten. Deswegen behalten wir schon mal im Hinterkopf, okay, das hat irgendwas irgendwie mit als oder wenn zu tun. Alles klar, was haben wir denn vor dem Verb miru? Da haben wir eine Kombination aus zwei Verben, nämlich einmal saku, also hier steht natürlich saki, klarer Fall, aber saku, blühen und yuku, gehen. Ja, wie soll man das sagen? Also irgendetwas fängt an zu blühen oder geht in Blüte, um es, ja, geht in Blüte, um es mal ganz wörtlich zu übertragen. Die Verbindung von zwei Verben, saku und yuku, wird wieder mit der Renyoke gemacht, also saki yuku. Und wenn hier ein ku vor dem nächsten Verb steht, dann sollten wir nochmal ins Wörterbuch gucken, werden sehen, dass auch yuku ein Verb aus der Verbklasse der Yodan-Doshi ist, entsprechend also, dass keine Shujike, sondern eine Rentaike ist, also eine Substantivierung, also das Blühen gehen. Von was? Von Fujinami. Fuji sind ja Wisterien oder Glycinien, die haben ja mehrere Namen, oder zu gut Deutsch Blauregen. Blauregen, das wäre schön, wenn ich jetzt ein Bild hätte, aber ihr könnt alle mal Wikipedia anschmeißen, dann werdet ihr es auch sehen. Genau, Fuji ist auch genau das Fuji aus Fujiwara, dieser Aristokratenfamilie und deren, naja, Erkennungszeichen war sozusagen auch die Mysterie oder der Blauregen. Hat aber jetzt nichts damit zu tun, wollte ich nur mal so eingeworfen haben. Nami, wenn man die Blütenstände schon mal gesehen hat, also die blühen immer alle relativ gleichzeitig und es sind so hängende Blütenstände und es gibt also an einer Pflanze, die blüht halt immer sehr stark, sodass halt viele von diesen Blütenständen überlappend sind und das sieht dann halt wirklich
wellenähnlich aus. Besonders weil das auch hängende Blütenstände sind und wenn dann halt noch ein bisschen der Wind weht und die in Schwingung geraten, dann erinnert das schon recht stark an Wellen. Deswegen wahrscheinlich Fujinami, also diese Wellen von Blauregenblüten. Okay, hier haben wir unseren guten Freund, den Hototobisu. Oft mit Kubo übersetzt, ist aber eigentlich ein Rohrsänger. Gut. Zwitschern oder singen. Ein Vogel sagt man natürlich zu zwitschern. Obwohl das Schriftzeichen oder das Wort Naku ja eigentlich ganz allgemein für alle möglichen Tierlautäußerungen genutzt werden kann. Wir haben das Verbalsuffix Beshi. Es wird hier an die Shusike von Naku angeschlossen, wie sich das für ein Beshi auch gehört, außer bei Rahenverben. Es steht selber in der Rentaike, weil es sich auf das Toki bezieht, ein Substantiv. Das heißt, wir haben ja also eine attributive Verbindung von Naku Beki an das Toki. Also eine Zeit, wo der Rohrsänger oder der Kuckuck singen sollte oder normalerweise zu singen pflegt. Das ist hier, ein Tosen, also so eine Angemessenheit oder Selbstverständlichkeit, so in dem Sinne. Gut, ja, dann fangen wir ausnahmsweise mal mit dem Nebensatz an. Ich übersetze ja meistens lieber den Hauptsatz zuerst, aber hier mal mit dem Nebensatz. Also, nun da es so weit gekommen ist, dass die Wellen von Blauregenblüten anfangen zu blühen oder in Blüte gehen. Tikazuku sich nähern, nahe kommen. Da näherte sich oder da ist angekommen oder da ist näher gekommen oder da ist es gekommen, wohin? Zu der Zeit, da der Kuckuck oder der Rohrsänger zu singen pflegt. So, das war's einmal kurz und bündig. Tsikazuki ni keri habe ich ja noch nicht auseinandergenommen, nehme ich jetzt nochmal auseinander. Wir haben also einmal das Verbalsuffix keri in der Shusike, drückt Vergangenheit aus, wird angeschlossen an die Renyoke von nu zum Ausdruck des perfektiven Aspektes. Und das wird seinerseits auch wieder an die Renyoke angeschlossen von Tsikazuku sich nähern oder nahe kommen. Genau. Also, nun, da es dazu gekommen ist, dass die Blauregenblüten anfangen zu blühen, da ist, Klammer auf, auch Klammer zu, die Zeit nahe gekommen, da der Rohrsänger zu singen pflegt. Gedicht Nummer 4042 aus dem Manyoshu.